Wunderbar, dann kann ich Sie jetzt nochmal begrüßen zum heutigen Live-Event JFD Live am Markt. Könnte fast nicht besser sein. Wir haben heute den EZB-Terminus vor uns. Also was er sagt, die Entscheidung selbst ist ja gefallen, aber die Pressekonferenz wird jetzt in gut 14 Minuten stattfinden. Und das ist ja immer wieder ein heißes Thema, ein heißes Eisen an den Märkten. Und wir wollen dann mal sehen, was da passiert und sind heute eben live dabei. Heiko Behrendt, heute Morgen mein Gast, hat hier für viele Einblicke in Sachen Scalp Trading gesorgt. Also wer hier in Sachen kurzfristigen Engagements beziehungsweise dem Wissen darüber, wie man denn hier vorgehen kann, sage ich mal, Interesse hatte, wurde da meines Erachtens vollends befriedigt, hat hier sicherlich viele Infos bekommen. Insofern auf jeden Fall dranbleiben. Wir werden den Heiko in jedem Falle nochmal einladen, möglicherweise auch für eine Nachmittagssession. Heute, wie gesagt, am Nachmittag er nicht dabei, weil er seinen eigenen Service ja hier auch betreuen muss, beziehungsweise das jetzt eben dann auch durchführt. Insofern müssen Sie heute mit mir Vorlieb nehmen, aber wir haben auch sicherlich das ein oder andere Highlight hier noch für Sie live am Markt. Wir schauen uns eben mal an, was passiert und ob wir handeln können, das werden wir sehen. Letztlich kam heute Morgen auch eine Frage auf zu einer Aktienanalyse. Das können wir heute gern auch mal machen, wenn wir schon live am Markt sind. Und da werde ich Ihnen auch den ein oder anderen Seasonal Trade mal vorstellen, den ich mit bestimmten Software-Aspekten immer kristallisiere, herausschneide, beziehungsweise hier mir sozusagen Setups kreiere und da können wir heute sozusagen gemeinsam mal ein wenig in die Tiefe gehen. Live am Markt heißt natürlich, dass wir einerseits ja im kurzfristigen Trading-Bereich sicherlich was machen können, andererseits auch über den Tellerrand blicken und hier durchaus auch mal Setups auf Tagesbasis ins Auge nehmen. Heute, wie gesagt, EZB kam schon ja ein bisschen was raus in Sachen dessen, dass ja der Entscheid gefallen ist. Und zwar waren wir hier praktisch bei unveränderten Informationen. Es ist alles so belassen worden, ja, Anleihekäufe bei 80 Milliarden je Monat, das ist eine Hausnummer. Einlagesatz immer noch bei minus 0,4% und Hauptrefinanzierungssatz ist weiterhin auch bei 0%. Die Anleihekäufe selbst sollen bis März nächsten Jahres laufen, heißt es. Und dann eben hier die Zinsen selbst auf unverändert niedrigem Niveau bleiben. Der Markt selber hat darauf kaum reagiert. Wir sehen hier kurz den Korrelationstrader. Dahingehend ganz zweckmäßig, wenn man gerade jetzt hier zwei Underlyings hat, in dem Fall links den 24-Stunden-Cash-DAX und hier den Euro-US-Dollar rechts, inwiefern die korrelieren. Ja, wir haben hier minus 17, das ist neutraler Wert, das heißt, hier ist eigentlich keine große Abhängigkeit gegeben. Das wird erst interessant bei minus 70, 75 oder plus 75, 70%, da sind wir hier weit weg und zwar in jedem Timeframe. Das heißt, die Korrelation bzw. der Gleichlauf ist hier ein Stück weit oder der gegensätzliche Lauf oder Gleichlauf eben ist hier ein Stück weit eingetrübt. Das war mal sehr, sehr viel extremer. Ergo steigt der DAX, fällt Euro-US-Dollar. Auf Sicht von Jahren ist das auch noch gut erkennbar, gerade wenn Sie sich zum Beispiel mal den 3-Jahres-Chart anschauen oder auch den 4-Jahres-, 5-Jahres-, 6-Jahres-Chart, da sehen Sie ja sehr, sehr schöne Korrelationen im Sinne der negativen Korrelation, das heißt, steigt das eine, fällt das andere und umgekehrt. Das hat sich ein Stück weit aufgeweicht in der letzten Zeit, deswegen mal hier diesen Korrelationstrader, den ich selbst hier aus der Add-on-Plus-Serie, dem MetaTrader-Statistik mir rausziehe. Und das können Sie auf jeden Fall nutzen, gerade wenn Sie auch mehrere Underlyings gegeneinander handeln, damit Sie hier nicht die Gefahr eingehen, eben hier sich dann sozusagen Positionen aufzulegen, die sich hier negativ korrelieren. Ja, also das heißt, wenn man dann beispielsweise hier bei einer hohen Korrelation zweimal long geht, macht das wenig Sinn, weil man dann praktisch ein doppeltes Risiko fährt. Genauso kann sich es dann natürlich aufheben, wenn man mit einer negativen Korrelation in beide Richtungen tradet. Da kann man sich ein Trade letztlich auch schenken. Gut. Korrelationstrader, wie gesagt, wenig Aufschluss dahingehend, aber es macht durchaus Sinn, hier beide Underlyings im Blick zu haben. Links, wie gesagt, der DAX hier im 5-Minuten-Chart, rechts Euro-US-Dollar, der hier mit 42 Pips aktuell erst daherkam und DAX hier mit 110 Punkten. Das ist sehr dürftig. Ja, wir sind hier unter den Schnitten, unter den Durchschnitten, die auch nicht so prall sind. Das Sommerloch lässt grüßen. Heiko hat es ja auch schon angesprochen, dass in der ja, Sommerphase, Juli, August, in anderen Bundesländern haben die Ferien auch schon begonnen. Na gut, wir haben jetzt hier nicht das Millionen-Trader-Publikum, dass es jetzt hier so marginale Ausschläge gibt, aber der Sommer ja bekannt für niedrige Umsätze. Wir haben das heute Morgen im DAX Future beim Heiko gesehen im Prinzip. Das hat auch den Markt ruckartig bewegen lassen, um dann eben hier kurz vorm Ende zur Mittagszeit hier dann eben doch schon eine schöne hohe Wolle zu bekommen. Lag auch damit zusammen, dass hier keine weiteres oder kein weiteres Helikoptergeld, so hieß es buchstäblich in der Nachricht hier aus Japan,
begünstigt werden würde. Das war schon eine Überraschung, denn grundsätzlich ist es ja so, dass die Bank of Japan hier den Markt weiter flutet und hier sozusagen den Markt weiter unter Wasser setzt mit ihren Maßnahmen. Ich meine, dass die ETF-Aktienkaufprogramme und dergleichen schon lange fahren, ist bekannt. Ob es wirklich hilft, steht auf einem ganz anderen Blatt und auf einem sehr, sehr fragwürdigen, zweifelhaften Blatt. Aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Wir wollen uns hier dem Markt technisch widmen und im Prinzip ist so ein Chartverlauf die Wahrheit, die am Markt stattfindet, im Zuge dessen, dass wir hier praktisch Angebot und Nachfrage matchen. Und wenn das eben hier den aktuellen Preis ergibt, dann ist es genau das, was die Realität widerspiegelt und eben die Erwartungen, die auch gehandelt werden. Und jetzt darf man mal gespannt sein, was in 9 Minuten passiert. Wir werden, wie gesagt, die Reaktion mal abwarten, ob der Markt hier in Stimmung kommt. Grundsätzlich beim Euro-US-Dollar interessant, dass wir hier noch völlig in der Asia-Range sind. Ich mache das Bild mal größer. Hier die Asia-Range mit 40 Pips. Wir sind aktuell 42 Pips gelaufen. Das sieht man hier bei diesem Ausbruch heute Morgen. Also es gab so einen kleinen Versuch, mal aus der Asia-Range auszubrechen und dann schwupp ging der Preis wieder runter. Und jetzt sind wir genau in dieser Handelssession. Also das europäische Kapital hat hier mal gar nichts drauflegen können auf die Bewegungen in Asien und die waren aufwärts gerichtet. Ja. Und seither wieder zurück zu Null, zurück zum Ausgangspunkt, kann man fast sagen. Also hier nichts Bewegendes beim DAX bei der 24-Stunden-Indikation, die eh immer mit Vorsicht zu genießen ist. Denn Sie wissen, in der Nacht sind es indikative Preise, die sich hier aus ja, dem einerseits den Futuren, den asiatischen Futuren zusammensetzen, beziehungsweise nachbörslichen indikativen US-Handel. Das ist natürlich immer so ein schwammiges Messer, wenn man das mit Indikatoren untermalt, untersetzt, weil nämlich da natürlich real eigentlich kein Handel stattfindet. Dennoch ist es ganz zweckmäßig mal zu sehen, was in der Asia-Session abgeht. Insofern bei einem 24-Stunden-Index natürlich das Vorteilhafte, dass Sie hier keine Gaps haben. Aber natürlich in der Nacht Spread-Ausdehnungen. Ja? Also die CFD-Anbieter, das sind nicht wir. Wir machen keinen Inhouse-Handel, wir machen keine eigenen CFD-Produkte, die wir dann gegen den Kunden aufstellen. Das findet nicht statt, dürfen wir auch gar nicht. Sie werden wissen, wir haben keine Market Maker-Lizenz. Das heißt, wir arbeiten hier mit einem Pool zusammen, mit anderen CFD-Anbietern, die uns diese Preise reinrouten und die Produkte leiten wir ähnlich eben wie dem Spot-FX-Markt oder auch dem Rohstoffmarkt dann an Sie weiter und wir sind hier einzig und allein als Agent tätig und das ist natürlich die gute Moral an der Geschichte, damit wir hier keinen Interessenskonflikt haben, wie so manch anderer Broker, der dann eben hier an den Verlusten der Kunden partizipiert. Und das muss man sich einfach durch den Kopf gehen lassen, dass sowas eben zuhauf stattfindet, dass die Broker Landschaft durchaus mit vielen und zahlreichen Market Makern beseelt sind, die dann eben hier die Produkte selbst generieren, an sie weitergeben und damit auch natürlich offen umgehen, aber hierbei eben auch viel Schabernack betrieben wird, denn die Marktteilnehmer wissen sehr wohl, wo alle Stops liegen und können natürlich die Preise, die sie dann selbst auch kreieren in ihrem Haus, in die eine oder andere Richtung spiken lassen. Ja, das sind dann praktisch solche Bewegungen, die wir hier sehen. Die sind natürlich auch markttechnisch immer wieder möglich, solche Spike-Moves. Dennoch aber hier gerade bei Market Makern immer mit Vorsicht zu genießen. Wir gehen mal kurz auf Euro-US-Dollar. Sekunde. Hier der Newsflow erstmal. Da gebe ich auch den Tipp, entweder nutzen Sie Twitter, ja, oder Sie nutzen zum Beispiel Guidance News. Sind Sie immer auf dem Laufenden, was dann praktisch die Meldungen angeht. So, hier heute Morgen nochmal die Darstellung der M-Candles, fand ich ganz, ganz interessant. Also ich habe sie hier praktisch beim MQL5 Seitchen gefunden für den MQ4, für den MetaTrader 4. Hier praktisch die Candles, die im Hintergrund, zum Beispiel im 1-Minuten-Chart, die 5-Minuten-Kerzen anzeigen, aber das geht auch auf jedem anderen Level. Ein sehr schönes Tool, was Heiko hier heute Morgen präsentiert hat. In einer ähnlichen Form kannte ich es auch, allerdings nicht so mit den Kerzen. Und das sieht jetzt schon ganz nett aus und bringt auf jeden Fall einen Handelsvorteil, wenn Sie hier eine Bewegung in der Richtung starten. So, was ich aber zeigen wollte, auf unserem Guidance Desktop hier mal kurz die Euro-US-Dollar-Analyse. Das sieht nämlich ja unverändert so aus, als würden wir hier in Richtung Tiefs wandern, in Richtung weitere Tiefs. Man darf jetzt mal gespannt sein, was die EZB jetzt hier noch zu beeinflussen weiß. Grundsätzlich aber das Momentum negativ unter 1,10 gerutscht. Die reine markttechnische Struktur lässt darauf schließen, dass wir hier in Richtung 1,085 laufen. Auf Tagesbasis, wohl bemerkt jetzt hier großes Bild,
Das müsste sich jetzt erstmal beweisen lassen, ob der Markt wirklich so tief abkippt. Wir reden ja hier immerhin dann über, ja, 150, 200 Pips. Aber das kann natürlich gern und gut passieren. Wäre, wie gesagt, mein präferiertes Szenario, würde ich erst wieder kippen, Euro, US-Dollar, wenn wir hier über 1,50 rausgehen. Also das wäre dann die einzige Maßnahme, wo ich meine, okay, hier ist die Möglichkeit gegeben, dass der Markt nach oben rauszieht und doch wieder bullisch wird, aber mein präferiertes Szenario eben weiter fallende Preise. So sieht es mal aus. So, jetzt gucken wir mal, was die Newsfront hergibt. Okay, ansonsten gilt genau das Gleiche wie heute Morgen oder generell bei unseren Live-Events. Sie können jederzeit hier Fragen stellen, Anregungen geben und nachher, wie gesagt, werden wir uns auch nochmal eine Aktienanalyse vornehmen, aber jetzt eben gleich dann mal schauen, wie der Markt beim EZB-Event hin und her schnippt, beziehungsweise ob er überhaupt schnippt. Wahrscheinlichkeit einer US-Zinsanhebung steigt. Das ist natürlich völlig konträr, aber passt ins fundamentale Bild eines schwächeren Euros gegenüber dem US-Dollar. Ob das jetzt passiert oder nicht, letztlich ist die Leitzinsdifferenz da. Ja, also wir haben einen höheren Leitzinssatz in den USA als in Europa. Fundamental, also ganz klar, dass das Kapital eher in den amerikanischen Raum zieht. Die EZB bestätigt eben einen langen, niedrigen Zinssatz, hingegen eben hier die USA den gegenteiligen Weg einschlägt, und das wird hier im Prinzip auch vom Preis jetzt untermauert, und insofern Euro aktuell wenig Chancen auf der Oberseite. Kann sich, wie gesagt, alles ändern, wenn die PK jetzt was anderes eröffnet, nach dem Motto, wir werden es trotzdem, trotz der aktuellen Lage hier nicht mehr beibehalten, den Zins auf ewig niedrig zu lassen. Doch sowas wird aus meiner Sicht mit Sicherheit heute nicht kommen. Also das Statement, wir lassen alles so, wie es ist, und überfluten den Markt weiter mit Anleihekäufen und weiteren Maßnahmen, wenn denn notwendig, ist sicherlich hier das Gebot der Stunde. Gut, wie gesagt, ich schalte dann gleich mal um. Guck schon mal hier auf die Seasonal Software, die wir uns nachher anschauen. Betrifft hierbei in dem Fall nur amerikanische Stocks. Soll aber kein Problem sein. Heute haben wir hier am 21. eine Aktie, die mir direkt ins Auge sticht, werde ich dann gleich mal kalkulieren lassen, wie es von den Settings her aussieht. Und dann können wir uns das nachher nochmal anschauen. Seasonal Trading, wie heute Morgen angesprochen, doch schon recht interessant. So, 5 Minuten Chart Action. So, denn die Candle-Zeit sehen wir aktuell nicht hier, ist aber auch überhaupt kein Problem. Schauen wir mal an, was der Markt jetzt hier gleich macht. Wir sehen hier die ADR, die Average Daily Range, spannend beim DAX und beim Euro, wobei nochmal darauf hingewiesen, dass hier ist der 24-Stunden-DAX. Und hier können Sie, wie gesagt, in Kürze auch mit noch feineren Spreads rechnen. Mal abwarten, was wir da noch starten. Wird auf jeden Fall spannend werden. So, jetzt bewahren wir erstmal ein Stück weit Ruhe und achten mal drauf, was der Markt macht, wenn die Pressekonferenz beginnt. Zumal ja häufig auch hier es immer eine Weile dauert, ehe der Markt Reaktion einfängt. Warten wir einfach mal ab. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis der Markt darauf reagiert. Zumeist die Pressekonferenz auch häufig einige Minuten später begann. Wir hatten auch schon die Situation, dass er im Fahrstuhl stecken geblieben ist, buchstäblich. Unser Mario Draghi. Auch das, wie gesagt, durchaus möglich. Wollen wir uns da eben mal nicht drauf versteifen, was noch passiert. Aber rein vom Range-Potenzial haben wir hier noch Möglichkeiten. Heiko, wie gesagt, war da ein bisschen heute Morgen auch teilweise unzufrieden, weil der Markt eben immer so choppy hin und her rutschte und keine klaren Tendenzen aufwarf. Das ist natürlich für einen Markt, für einen Markt, den man auch sauber mitnehmen will in seinen Bewegungsimpulsen, immer eine schwierige Geschichte, wenn der Markt sozusagen keine klare Richtung findet. DAX kommt jetzt aber hier ein Stück schwächer. Wir zoomen uns mal rein in die Candles, damit wir das ein bisschen genauer sehen. Rechts wie links. Hier haben Vorwochen hoch, vor Tageshoch, also im Prinzip ja wieder schön zurückgekommen, der DAX hier deutlich über 10.000. Hatte auch dazu eine Analyse geschrieben im Bereich. So, jetzt ist es 30, aber trage immer noch nicht am Start. Da müssen wir noch mal einen Augenblick warten. Insofern gehen wir da gleich mal auf den Research-Bereich.
Letzte Analyse dazu, eben hier mit der Tendenz, Rücksetzer kaufen zu können. Jetzt kommen die ersten Anträge auf Arbeitslosenhilfe, da schaut der Markt jetzt mal gar nicht so stark drauf. Hier am 7.7. hatten wir hier die Möglichkeit, jetzt oder nie mit einem Ausbruch über 9.800 ein mögliches Longset abzusehen. Ja, und das erfüllte sich auch so weit, allerdings die Zielzone 10.350 noch ausstand, beziehungsweise aussteht vielmehr. Der Preis hat es hier nicht geschafft, sauber einen aggressiveren Lauf nach oben zu starten. Wir können uns den Live-Chart auch gleich mal anschauen, dazu, wie er sich jetzt gemausert hat. Letztlich der DAX aber oberhalb von 9.800 bullisch. Wir hatten ja unlängst eben einen kleinen Rücksetzer gesehen zu diesem Niveau. Also, was gesagt, unter 10.000. Bleibt aber eigentlich im weiteren bullischen Bias für meinen Geschmack, der DAX. Das muss man ganz klar sehen. So, jetzt hier übrigens das Video von heute werde ich jetzt just veröffentlichen auf unserem YouTube-Channel von heute Morgen, von unserem Heiko mit mir, wobei Heiko hier viel gestemmt hat. Abschuss, Feuer frei, das Video ist jetzt scharf. Okay, also wer da Interesse hat, jederzeit anklickbar. So ein bisschen was passiert, der Euro bewegt sich ein bisschen, wir gehen gleich mal auf den Markt ein. Ein bisschen was veröffentlichen hier. So. Oh. So und raus damit. So, Euro fängt stark an zu ziehen. Gehen wir direkt mal auf den Live-Chart. Jetzt sehen wir hier wieder so einen negativen Korrelationseffekt gerade, der sich hier auch hochschraubt. Da sind wir schon bei minus 42 Grad. Also Euro steigt, DAX fällt. Ja, das ist dann immer ein Anstieg der negativen Korrelation. Jetzt relativiert sie es wieder ein bisschen. Lebt natürlich von aktuellen Marktbewegungen. Die Korrelation ist immer wieder eine Rückbeschau und augenblickliche Einschätzung der Situation. Ja, das ist natürlich hier auch keine Glaskugel, die Ihnen jetzt genau sagt, so wird es kommen. Aber Euro schön, schön, schön. Mutig, mutig nach oben. Ich muss jetzt direkt mal gucken, was hier an News kommt. Aber wildes Hin und Her. Das sind eben die typischen Non-Farm-Payrolls-Bewegungen oder eben auch EZB-Bewegungen oder auch Fed-Event-Bewegungen. Hier muss man immer genau wissen, ob man sich da am Markt beteiligt. Heiko sagt ja heute Morgen, erwartet auch meistens erstmal die ersten Minuten, die ersten Bewegungen des Tages ab, um dann aggressiv zu handeln. Man sagt auch sozusagen, die Einsteiger, Rookies und Neulinge, die fangen an, den Markt zum Eröffnungskurs zu handeln oder auch zu solchen News zum Beispiel. Und die Profis sind es aber dann, die dann in der Regel später die eigentlichen Trends setzen. Da ist wirklich was dran. Also bei den News habe ich die Erfahrung gemacht, mich da eher rauszuhalten und viel mehr abzuwarten, was passiert, wenn sich der Staub gelegt hat. Und da reden wir hier über eine Zeitspanne von ja, 15 Minuten, 20 Minuten nach den News. Da kann man mal schauen, wo der Preis sich hin entwickelt hat. Weltbewegendes habe ich jetzt bis jetzt noch nicht vernommen. Ich müsste mal auf den Live-Link gehen, ob der Mario Draghi überhaupt schon spricht. Aber er tut's. Aber grundsätzlich, wie gesagt, bislang noch nichts Wirkliches passiert. Die Action lässt zu wünschen übrig. Also Sommer noch auch hier gegenwärtig. Interessant wäre es eben, wenn wir hier die Daily High und Lows, die aktuellen, überwinden würden. Das könnte Stops und nachziehendes Momentum mit sich bringen. Aber mit dem Wischiwaschi, wo wir jetzt hier gerade sind, und das ist eben beim Euro-US-Dollar gerade wegen der Asia-Range sehr schön zu sehen hier. Wenn wir hier in diesem Block sind, sollte man mal gar nichts tun. Ja, das ist natürlich für einen Broker selbst jetzt nicht so schön, wenn die Leute nicht handeln, aber es macht wenig Sinn, hier die Münze zu werfen und innerhalb einer solchen Range irgendwelche Trades abzusetzen, die am Ende dann natürlich auch wenig Vorteil bringen, weil man hier noch nicht mal annehmen kann, welchen Trendimpuls sich hier oder welcher Trendimpuls sich hier überhaupt ja, generieren, etablieren wird. Aber wir wissen auch, solche einzelnen EZB-Events hatten beim Euro-US-Dollar durchaus schon den Charme, hier Bewegungen von 300, 400 Pips zu erzeugen. Vom aktuellen Niveau aus wäre das fast eine Verzehnfachung. Und wenn da mal richtig Momentum reinkommt, dann kann man das auch durchaus mal spielen. Wir schauen mal hier auf die Währungsstärke. Sehen wir hier aktuell den Euro, ja, wie gesagt, ein Stück weit ansteigen. Aber hier im großen Zeitfenster, das ist hier oben praktisch der 240-Minuten-Chart, 4-Stunden-Chart.
sehen wir, dass das hier alles seitwärts geht. Die großen Währungen, und da reden wir über US-Dollar, Euro, British Pound, Australier, Neuseeländer, Schweizer Franken, Kanadisch Dollar, Yen, sind hier alle seitwärts unterwegs. Außer Euro schiebt sich jetzt hier wirklich ein Stück weit nach oben, aber mit seinen 42 Pips bislang ist das auch nicht so überragend, aber hier könnte ein Long durchaus interessant werden in Kürze. Wenn der Markt sich jetzt hier weiter hochschraubt, sieht das mal gar nicht so uninteressant aus. Gerade wenn ein neues Tageshoch kommt, dann könnte man ergo auch hier beim DAX möglicherweise einen Short einnehmen, wenn man die Korrelation betrachtet, die aber hier na, jetzt leicht ansteigt, die negative Korrelation. Also steigt das eine, fällt das andere, hat dann immer hier den Minus-Effekt im 5-Minuten-Chart wohl bemerkt. Aber noch ist das hier immer wieder ein Hin- und Hergewische. Also das bringt hier überhaupt keine Punkte. Bisschen unbefriedigend. Philly Fed Index, jawohl, ich habe es auch gerade gelesen. Minus 2,9, erwartet wurde ein Wert, ein Pluswert. Aber die Reaktion des Marktes also wirklich nulliger. Wirklich sommerlochartig. Und es bleibt dabei, innerhalb einer Spanne, einer Handelsspanne, wie zum Beispiel hier dieser heutigen Daily Range, 110 Punkte DAX, 42 Pips Euro US-Dollar, muss man nichts machen. Muss man nichts machen. Das kostet am Ende nur Geld und würde hier keinen klaren Vorteil bringen. Da ich mehr so währungsaffin bin, gehe ich mal kurz auf den Euro ein. Wenn wir den uns hier mal so anschauen in der Asia Range, haben wir hier praktisch den Opening Price, das Pivot Level und das heutige Tief hier bei 1,1005 und auch die psychologische Marke von 1,10. Sollte der nach unten gehen, dann würde ich mal darauf setzen, dass der auf jeden Fall tiefer geht Richtung Vortagestief, Richtung ADR Low. Dann reden wir hier über mögliche 30 Pips, die hier machbar sind, wenn wir ein neues Tagestief machen. Gegenteil, natürlich gehen wir nach oben raus, dann haben wir hier Erholungspotenzial, aber es ist wie gesagt aktuell schade, schade. Ich denke aber auch Heiko würde hier im DAX aktuell nichts machen, weil hier einfach mal unklar ist, was hier passiert. Heute Morgen der Heiko ja zunächst auch gezögert, dann aber in seiner Scalp-Trading-Manier abgefeuert und auch sehr schön hier bis zum Schluss gezeigt, wie er denn hier rumscalpt. Das muss aber natürlich jeder mit sich und seinen eigenen Vorstellungen hier in Einklang bringen. Also Scalp-Trading ist halt wirklich anspruchsvoll. Da muss man auch konzentriert sein. Und dass der Heiko das neben dem Webinar macht, ist schon so, dass er eben auch hier heute Morgen beispielsweise einige Trades verpasst hat. Ich glaube, es waren zwei, drei Trades direkt zum Start. Und das ist natürlich immer ein bisschen tricky. So, Heiko fragt gerade nach dem Webinar. Sekunde, muss ich ihm das mal durchrouten. So, haben wir das auch schon geklärt. Dann müssen wir zurück zum Markt gehen. Euro kommt jetzt ein bisschen schwächer, aber das ist alles nix. Das ist alles nix. Also es ist ähnlich wie bei dem Webinar mit dem Jörg oder auch der Martha im Vorfeld. Am Nachmittag war es hier wirklich ein bisschen mau. Da kam nicht mehr so viel Action rein. Jetzt kommt noch der Sommer dazu. Macht fast Sinn, dass wir auch eine kleine Sommerpause zu diesem Event anlegen, um dann im September hier nochmal aggressiver durchzustarten, da dann wohlwollend hier mehr Bewegung ist. So, ich behalte mal einen Blick auf meine Trading Station und gehe jetzt eben aufgrund der Marktzähheit, die wir hier haben, einfach mal auf die Software ein, die ich hier nutze. Und das ist gerade auch für Aktientrader sicherlich ganz interessant. Die Software, die ich hier nutze, ist der TradeMiner. Das ist eine US-amerikanische Software, die sowohl Futures als auch Währungen und eben Aktien covert nach saisonalen Mustern. Und ja, je nach Setting, was man hier einstellen kann, Handelsmonat, Zeitraum, Präferenz der Tendenzen, spuckt er einem hier quer über den Teich praktisch Underlyings aus. Jetzt können wir mal hier schauen, können wir den S&P 500 nehmen, Nasdaq 100, eben Financial Healthcare Services. Sie sehen hier nach unterschiedlichen Branchen auch noch sortieren. Und wenn man das gemacht hat, dann kriegt man praktisch nach einer automatischen Auswertung hier verschiedene saisonale Setups. Und für heute sehe ich zum Beispiel hier Ametek
die hier mit einem bärischen Setup daherkommt und das sieht mal nicht so verkehrt aus. Wenn wir uns die Stats mal anschauen, hier rüber gehen. In den letzten 12 Jahren gab es hier mal eine Quote von 83% in Sachen Trefferquote. 10 Trading-Tage ist hier der Raster vom 21.07. bis 9.08. Ist auch überschaubar und hier sehen wir praktisch schon einen Score, der hier praktisch zeigt, wie hat sich eine theoretische Equity entwickelt, wie haben sich die einzelnen Handelsjahre entwickelt und das ist eine Aktie, die ich mir heute auf jeden Fall vornehmen werde. Jetzt sehe ich aber gerade, jetzt kommt Action in den Euro. Lassen wir uns gerade mal das auf der Zunge zergehen. Neues Tageshoch gemacht, relativ dynamisch auch, Euro stark, wie in der Währungsstärke auch schon angedeutet. Hier rosa ist der Euro, der schießt jetzt hier sauber nach oben. Dollar geht hier kräftig zurück. Das schreit fast nach einem interessanten Trade. Jetzt müssen wir aber erstmal abwarten, wie die weiteren Reaktionen sind. Also neues Tageshoch erstmal gekommen, aber wird sofort wieder, ja, vorsichtig gesagt, zurückgenommen. Das Tageshoch wird nicht direkt weitergekauft. Das sehen wir hier an diesem Docht. Kerze selbst noch 4 Minuten. Hier im 5-Minuten-Chart aktiv. Also insofern kann hier noch alles passieren. Aber dieser Ausbruch nach oben, dieser kleine Dip, der hätte jetzt mal hier weitergehen können. Hat zumindest mal versprochen, dass hier ein bisschen Dynamik reinkommt, aber es verpufft schon wieder unmittelbar, nachdem man es feststellt. Also ich habe hier auch auf meiner Trading Station den Minutenchart im Blick, deswegen habe ich direkt gesehen, dass die Kerze sehr, sehr steil nach oben geht. Die Minutenkerze, aber jetzt im umgekehrten Fall geht sie eben auch genauso schnell wieder zurück. Und das ist natürlich wenig erfreulich, weil hier, wie gesagt, wieder kein Momentumschub aufkommt. Könnte dann höchstens hier versuchen, die Range zu traden. Wenn wir hier den RSI 7, also 7 Perioden, die letzten 7 Perioden hier sieht, schlägt er schon oben an, aber mit Verlaub, da würde ich jetzt nicht drauf setzen wollen. Der Trade-Miner ist kostenpflichtig, René, um auf deine Frage einzugehen, jawohl, der kostet etwas. Ich glaube 150 Dollar oder 200 Dollar im Jahr, wenn man das ganze Paket nimmt. Einzeln kostet es 300, 350 Dollar, aber ist eigentlich nicht so teuer, wenn man es nutzt, sage ich mal. Gibt auch noch eine deutsche Software, die ich Ihnen dann gleich mal gern zeigen werde. Wie gesagt, newsmäßig alles noch low, alles noch mau, also insofern abwarten, Tee trinken. Es gibt hier im deutschsprachigen Raum den seasonalbull.de, rufe ich jetzt mal auf. Ist nur noch immer kräftiger als das, was der Trade-Miner ausspuckt, denn hier haben wir neben dem amerikanischen Bereich komplett alle, muss ich mich mal fast sagen, so gut wie alle Länder, die hier Aktienbörsen pflegen. Das kann von Malaysia über Mexiko, Neuseeland, Philippinen, Schweiz, Irland, Italien, Griechenland, natürlich Deutschland und die klassischen Indizes, USA, sind das hier aufgestrickt. Und da ist der Trade-Minder, beziehungsweise Seasonal Bull in dem Sinne, ähnlich bestückt wie der Trade-Minder. Das heißt, wir gehen mal hier auf DAX Xetra Setup, was uns hier vorschlägt. Oder eine Aktie aus dem DAX Xetra, sehen wir hier die Merck-Aktie, Einstiegsdatum Anfang August, halten bis 10. August, 7 Tage, ein Short Trade und statistisch dieser Report, der Ihnen hier sagt, okay, in der letzten 20 Jahre gab es 15 Treffer, 5 Verlierer, ergo ergibt eine Quote von 75%, maximaler Drawdown, durchschnittlicher Gewinn, können Sie hier alles ablesen und da sehen Sie einzelnen Jahre kumuliert und hier die Performance. Ja, und das sieht mal nicht so schlecht aus. So, und solche Seasonal Tags, die gibt es allerdings, wie gesagt, hier auf Tagesbasis nur. Da ist der Seasonal Bull, aber auch kostenpflichtig, ein ähnliches Tool wie praktisch der Trade Miner. Der Trade Miner hat nur die Aktien, die US-Aktien im Fokus und hier sei gleich bemerkt, die Seasonal Stories, so nenne ich es jetzt mal, funktionieren am US-amerikanischen Markt am besten. Also die Merck-Aktie hat hier eine Kurshistorie von 20 Jahren, das ist nice. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Auch die Kapitalkurve sieht extrem gut aus. Das letzte Verlustjahr war, das ist natürlich hier schon eine Weile her, 2003, das sieht man auch hier an der Equity, die hier kontinuierlich, also hier gab es noch so einen kleinen Dip 2002, ja, 2003, und dann ging es hier eigentlich immer mal weniger, mal höher, mal richtig steil nach oben, aber grundsätzlich ein sehr, sehr klarer Bias, der hier aufgeworfen wird. Die Merck-Aktie also auf jeden Fall interessant, werde ich mir mal für Anfang August
mal vorhalten. Wobei natürlich, je länger die Zeit ohne einen saisonalen Gegenlauf erfolgt ist, man immer abwarten muss, aber es gab auch hier in früheren Jahren zum Beispiel gleich zu Beginn zwei Verlustjahre, zwar nur marginal, aber es waren zwei Verlustjahre, genau wie hier 2002, 2003. Hier 2000 selbst, also Sie sehen, das ist schon sehr, sehr lange her, dass die Aktie hier entgegen des saisonalen Musters gelaufen ist. Aber es scheint auf jeden Fall ein Short zu sein mit einer Aussicht von minus 2,2%. Also, die Software kann hier viel helfen. Da gibt's dann, geht es natürlich darum, wenn Sie solche Seasonal Pattern bekommen oder sich auswerten lassen, sei es jetzt mit dem Trade Miner oder sei es mit dem Seasonal Ball, jetzt kommt der Euro wieder rein, dass Sie hier natürlich auch technisch dranbleiben, technische Analyse betreiben. Also spekulativ hätte man diesen leichten Rücksatz erkaufen können. Aber immer wenn ich auf den Chart wieder gehe, um gegebenenfalls sogar abzufeuern, kommt der Euro immer wieder zurück und bestätigt nicht diese Dynamik nach oben. Das ist schade. Ich muss mal gucken, was die News machen. So. Wer es live will, kriegt es hier übrigens, meine lieben Zuschauer. EZB-Pressekonferenz. Ich stelle es mal rein. Da ist er. Super Mario. Für alle, die ihm live zuhören wollen, was er denn da so plaudert und wie der Markt reagiert. Jetzt haben wir schon die Frage-Antwort-Runde. Da kann es natürlich immer sehr, sehr turbulent werden. Okay, das brauchen wir uns jetzt hier. Ich habe den Link reingestellt. Nicht die ganze Zeit anhören. Wenn entscheidende News kommen, dann werde ich das auch gleich nachlesen können, beziehungsweise werde auch hier Sie natürlich jetzt nicht mit dem YouTube-Channel in Anführungszeichen langweilen. Das können Sie sich selber angucken. Markt, wie gesagt, immer noch mau. Da können wir nichts dran ändern. Also insofern gehen wir auf die höheren Timeframes und schauen uns eben hier Aktien an. Und da sehen wir hier zum Beispiel die ich gerade vorhin schon rausgenommen hatte, Ametek. Da schauen wir uns jetzt gleich mal den Chart an. Merck können wir uns dann auch gerne nochmal anschauen. Alles kein Thema. So. Nehme ich meine kleine Mustervorlage. Desktop, nein, nehme ich nicht im Desktop öffnen nochmal. Nehmen wir mal den McKesson Corp. Den Chart wollen wir haben. So. Da ist die Ametek, die schieben wir jetzt mal rein. So, sieht mal der Chartverlauf aus. Dieses saisonalen Wertes. Ja, wir sehen, ja, die Rallye-Bewegung der letzten Zeit sind nur temporär mitgemacht, also eine gewisse relative Schwäche weist der Wert auf. Wir haben einen großen Widerstandsbereich, der auch bestätigt wurde, wenn wir das mal hier charttechnisch mal ein Stück weit direkt auseinandernehmen können. So, also wie gesagt, Intraday, DAX, Euro, US-Dollar, das ist hier wirklich Banane. Zwischendurch haben wir mal hier geschaut. Hier gibt es keinen Ausbruch aus den Ranges. Wir sind immer noch in der Asia-Range. Euro, US-Dollar schafft es hier nicht nach oben raus. Also jeder, der sich hier hat einstoppen lassen, immer wieder, der wird jetzt hier wirklich auf die Probe gestellt. Im Sinne dessen, kommt der Preis jetzt hier nur nach oben raus oder nicht? Ja, natürlich kann er das, aber jetzt hat er schon zwei Anläufe gehabt und die Chancen schwinden natürlich immer mehr, dass hier auch mal was Signifikantes passiert. Yen gerade wieder ein Stück weit stärker, sehe ich. Gegenüber dem britischen Pfund passiert jetzt ein bisschen was, aber auch noch nicht so bewegungsreich, wo ich sage, das ist jetzt wirklich spannend. Also Zähli, 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 da kann man nichts anderes zu sagen. Okay, aber hier, schauen wir uns mal das Setting nochmal an hier. Ametek Aktie, theoretisch heute also mit einem Short-Einstieg. Wir müssen mal sehen, die Amerikaner kommen eh schon ein Stück weit schwächer rein nach aktueller Sicht. Also 21.7 war das Datum bis 9.8. Dann haben wir sozusagen mal das Zeitfenster, was hier theoretisch 9.8. So. Das ist das Zeitfenster, was wir haben, in der die Aktie fallen sollte. Und zwar
der Biggest Profit war 17%, wow, im Schnitt 6%. Also das ist schon eine recht anständige Bewegung. Durchschnittliche Drawdown 2%, maximal Drawdown 5%, Risk-Reward 2,3 zu 1. Das sieht gut aus. Das sieht man auch hier an diesem Tortendiagramm. Das ist ein schönes Setup. Also Sie sehen hier die Gewinnjahre im Vergleich zu den kleinen Verlustjahren. Das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Risk-Reward. Risiko steht ja schon im Wort drin, Verhältnis so rum. Und sieht wie gesagt ganz interessant aus. Wir müssen mal sehen, wie die Aktie heute reinkommt. Da gilt es, das noch anzupassen, aber theoretisch vom Close, gehen wir mal hier auf. Mögliche 6%. Das ist meine Hausnummer. Na komm schon her. So. Das Bild ich mal weg. So, Stopp können wir mit 2% versehen. Das sieht, wie gesagt, sehr, sehr interessant aus. Ein sehr, sehr schönes Setup. Gefällt mir sehr, sehr gut. Risiko wäre dann hier entsprechend, wenn man es direkt anlegt, muss man natürlich mit dem heutigen Opening nochmal angleichen. Bei 6% möglicher Rendite kann man sogar 2,5 vielleicht noch nach oben ausdehnen. Aber wenn man es natürlich mit einem engen Stopp sieht, dann hat man hier immer noch die besseren Karten. Aber das sieht schon mal sehr, sehr interessant aus, okay? Ja, die schrägen Trendlinien, Trader, mal gucken, ob es passt. Es haut nicht ganz so hin. Hätte mir gedacht, dass man ja noch so eine schöne Trendlinie, so einen Kreuzwiderstand reinkriegt. Das gilt es mal abzuwarten, aber rein technisch, wie gesagt, die Aktie jetzt hier in der Gefahr, eine weitere Verluststrecke hinzulegen. Und es sieht auch so ein Stück weit danach aus. Die Amerikaner, wie gesagt, leicht schwächer. Dauert noch eine halbe Stunde, ehe die Amerikaner in den Handel gehen. Das auf jeden Fall. Die Futures hier leicht negativ. Aber alles nicht so berauschend heute. Also so richtig berauschend, wie gesagt, ist das wirklich nicht. So. Nehmen wir die mal in den Trade Officer mit auf die Aktie und schauen uns dann mal bei Gelegenheit an, wie es sich hier entwickelt. Aber, also nochmal kurz auf das Setting selbst bezogen. Intraday, Goldpreis seitwärts. Yen-Pair seitwärts, Euro-US-Dollar seitwärts, DAX seitwärts. Also es ist wirklich leider Gottes heute wenig Action, die man Intraday mitnehmen kann. Insofern gehen wir einfach mal auf das größere Timeframe, was wir hier sehen. Hier haben wir eine Kaufbereitschaft gehabt auf jeden Fall. Könnte allerdings eben nochmal zu einem Retest kommen. Also wir hier nochmal direkt so ein drittes Bein machen sozusagen. Also warum nicht direkt jetzt dann mal abfallen? Auf der Oberseite sehe ich hier leichtes Widerstandspotenzial hier knapp beim Stop-Level. Das gilt es zu überlegen, ob man dann hier das Risiko, also den Stop von 2%, vielleicht nicht ein Stück weit höher setzt. Also ganz lapidar gesprochen hier über das Hoch vom 8.6. Theoretisch. Ja. Aber dann hat man natürlich das Problem, dass man das Risk-to-Reward-Risiko, das Chance-Risiko-Verhältnis hier ein Stück weit verwässert, wenn man das so tun sollte. Gehen wir mal hin, wo wir dann wären. Die 2% sind jetzt fix. Ja, wären es 3,2. Ah, ja, schon dann ein Stück weit schlechter, ganz klar. Also kauft man sich natürlich den Spielraum, um eben hier auch der Position selber mehr Luft zu geben. Also hier haben wir, wie gesagt, so ein Widerstandscluster. Würde schon Sinn machen, den Stopp ein Stück weit höher zu ziehen. Insbesondere hier über das Hoch vom 8.6. sollte es dann natürlich auf gar keinen Fall gehen. Wenn der Preis so ein Level nach oben aufreißen würde, dann wäre es eher schlecht. Das muss man ganz klar sehen. Juti, Juti, Juti. So richtig was anderes lässt sich jetzt hier nicht ableiten. Okay, also wie gesagt, einfach mal vormerken. Die könnte heute oder mit Sicht auf den nächsten Handelstag interessant werden. Ametek. Aber auch hier gesagt, alles natürlich keine Handelsempfehlung, Gottes Willen, reine Informationen. Sie müssen sich natürlich immer selbst bewusst werden, welche Setups Sie handeln, welche Aktien Sie im Blick haben, was Sie, wie gesagt, vorziehen in Sachen des Trading Styles. Das müssen Sie auf jeden Fall für sich abwägen. Auch hier die Information mit Merck, definitiv nur rein informativ,
Keine Handelsempfehlung, aber statistisch eben interessant mit der Geschichte der letzten 20 Jahre und einer Trefferquote von 75%. Macht durchaus Sinn, aber wie gesagt, hier nicht vergessen, das ist schon seit über 10 Jahren hier eine Folgegeschichte. Die Equity sieht eben fast schon zu steil aus, um wahr zu sein. Also wirklich hier traumhaft. Das ist schon exponentiell hier nach oben hochschießend. The sky is the limit. Kein Mensch weiß es. Wenn wir die nächsten 5, 6 Jahre wieder so schwache Monate haben, dann haben wir tatsächlich eine Kurve, die ja dann wirklich in den Steilflug nach oben geht. Aber das muss man erstmal abwarten. Die letzten Jahre eben auch hier sehr, sehr gewinnträchtig. Der August ja auch bekanntermaßen ein sehr schwacher Börsenmonat. Auch das predige ich schon lange. Obgleich natürlich der September ja noch ein Stück weiter tiefer reinschlägt. Wenn wir jetzt mal hier auf den DAX schauen, mal auf 60 Tage gehen und dann mal sehen, wie sich die Saisonalität so entwickelt, dann sehen wir hier im August nochmal einen Spike. Ein klein, ja, aber tendenziell schwächer und das geht hier so Richtung September dann richtig nach unten. Also hier die Saisonalität wirkt nicht wirklich bullisch beim DAX. Also die Sommerflaute als solche auch hier abzulesen und auch hier allgegenwärtig. Den DAX können wir uns, wie gesagt, dann auch gleich mal im Live-Chart anhand Tagesbasis nochmal ableiten. Hier im Intraday-Chart. Langweilig. Ja. Natürlich haben wir hier mal eine Bewegung jetzt mal gehabt von 10.050 ungefähr, 10.150 bis 10.150 Punkte Bewegung, okay, aber am Vortageshoch hier nochmal nach unten gedreht, Opening durchrissen, fast Richtung Tagestief, aber so richtig der Brüller war es auch nicht. Wie gesagt, mir würde es gefallen oder es wäre für mich eigentlich erst interessant, wenn wir hier aus dieser Tagesspanne von heute nach oben, also nach unten oder nach oben rausgehen, dann wäre das eigentlich erst interessant für mich. Bis dato in Range, wie es so schön heißt, völlig uninteressant. So. Gut, den Wert haben wir schon gehabt. Holen wir uns mal den DAX kurz auf den Schirm. Und dann schauen wir uns das Bild vom letzten Mal an, von dem von der Eingangsgrafik, die ich Ihnen vorhin bei dem Artikel gezeigt habe. Da haben wir sie. Stück weit aktualisiert. Eben hier mit dem Ziel 10.350, das wollten wir eigentlich schon noch sehen. Es hätte jetzt auch, wenn es gestern nicht so einen starken Tag gegeben hätte, auch ruhig nochmal Richtung 9.8 gehen können. Hier in diesem Bereich bleiben die Chancen hoch, dass der DAX nochmal nach oben raufzieht, wenn er den Bereich testet. Aufgrund des gestrigen starken Tages und des aktuellen Non-Event-Impulses seitens der EZB. Da kannst du auch direkt weiter nach oben gehen. 10.350 bleibt eine Zielmarke, die ich jetzt mal so unverändert aufrechterhalte. Aber hier der Ausbruch bei 9.8, das war schon signifikanter. Und jetzt dümpelt er so ein bisschen weiter her, aber ich denke, bis 10.200, 10.350 Punkte hat er auf jeden Fall noch Spielraum. Aber es schafft er natürlich nicht alleine. Da müssen die Amerikaner weiter anschieben und sie wissen ja, was in Amerika los ist. Da zeige ich Ihnen gleich mal den Long-Term-Chart zum S&P 500, der auch hier maßgeblich ist. Gerade weil der Heiko ja auch die Futures ansprach, den Future-Handel, den er beobachtet. Ja. Da muss man ganz klar sagen, der S&P 500, da werden tausende Futures umgesetzt, auch pro Side. Das ist richtiges Volumen, da geht richtig was über den Tisch und das ist richtig maßgeblich. Wenn wir beim DAX heute Morgen gesehen haben, also in der Spitze waren es so 60, 70 Kontrakte auf einer Position. Natürlich auch, da reden wir auch schon über den Millionenbereich, aber grundsätzlich beim S&P 500 können Sie ja nochmal zwei Nullen dranhängen. Da geht eben richtig was an Volumen durch und deswegen ist der S&P 500 Future zum Beispiel auch das maßgebliche Underlying für den Future-Markt und auch für den Kasamarkt dann dementsprechend. Und hier sozusagen jetzt mal das große Bild vom S&P 500, der hier auf Monatsbasis daherkommt und sich hier mit einem neuen Allzeithoch eben kennzeichnet. Das ist schon ein starkes Stück. Während wir beim DAX noch deutlich über 20% unter dem Allzeithoch notieren, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, die Amerikaner laufen hier ein Stück weit vor
Aufgrund ihrer starken Wirtschaft natürlich, aufgrund dessen, dass die Zinsen angehoben werden. Naja, da wollen wir jetzt mal gar nicht drüber orakeln, aber grundsätzlich der Index hier in einer sehr, sehr bullischen Verfassung. Also das ist schon ein starkes Stück. Zugegebenermaßen, ich war und bin eigentlich der Meinung, dass der Index hier hätte runtertropfen können, hier nicht bei 1870, da haben wir hier einen sehr, sehr starken Support jetzt auf Monatsbasis, S&P 500, 1870, ganz, ganz starkes Level. Hier immer wieder hochgekauft wurden, wenn es drunter ging, auf Monatsschlussbasis gehalten. Im Big Picture ein wirkliches Brett, S&P 500 ein wirkliches Brett nach dieser starken Finanzmarktkrisenrallye. Immer wieder kleine Monate mit Konsolidierung eingeschoben. Und wenn wir jetzt seit dem Frühjahr 2015 eben sehen, nach dem Allzeithoch über 2134, pendelt der Markt wieder seitwärts, aber eben nicht korrektiv stark seitwärts, sondern nur eben auf hohem Niveau seitwärts. Und Sie sehen es ja hier anhand der Fibonacci-Retracements des früheren oder der früheren Abmessung. Bereich im 23,6er Bereich, also in der wirklich Minimalspanne von der Fibonacci-Extension, hat der Markt wieder hier nach oben gedreht. Das zeigt einfach, dass da das Geld aktuell da ist, dass das Geld eben da in die Märkte fließt, weil es ja auch keine Alternativen gibt. Ob das ewig so bleiben wird, wollen wir heute nicht besprechen, aber letztlich hat sich hier ein sehr, sehr starkes Support-Level im Bereich des 23,6er Fibonacci-Levels vom früheren Allzeithoch bis zum Tief hier aus 2012 ereignet. Und das ist ein Kreuzsupport. Ja. Muss man natürlich jetzt hier auf Fibonacci-technisch nach oben anpassen, wenn wir hier ein neues Hoch machen und dann eben zurücksetzen, dann mag das vielleicht das 38er-Level sein. Wollen wir jetzt gar nicht drüber spekulieren. Grundsätzlich hier meine Idee seit langem gewesen, dass wir auf jeden Fall noch tiefer gehen. Und hier bei 1600, 1575, das wäre schon eine Goldgrube gewesen, meine lieben Zuschauer. Also wenn der S&P 500 so einen Abwärtsmove vollzogen hätte, das wäre doch völlig in Ordnung gewesen im Kontext dessen, wie der hier gelaufen ist seit 2009, 2010, 2011. Das ist ja hier schon ein Paradebeispiel. Aber letztlich wollte der Markt hier nicht tiefer gehen und jetzt ist es, wie es ist. Und wir haben hier wirklich bullische Signale und der Index kann auch weiter steigen. Und rein von der Projektion dieser großen Handelsspanne hier zur Finanzmarktkrise des Abverkaufs, wir können auch eine kleinere Spanne nehmen, im Prinzip diese große Range, die wir hier über Jahrzehnte, hätte ich fast gesagt, über Jahre gesehen haben, diese Range jetzt mal projiziert. So, Moment, jetzt. Nach oben, ja, Richtung 3000 Punkte ist schon mal, da legen wir das mal hier hin, sonst wird es zu bunt. Mal das mal so am besten, ja, mal nach oben projiziert. Ein bisschen verschoben noch. So. Also ich denke, oder hat er auch damals gesagt, was war das für ein Webinar, weiß ich gar nicht, mit Jens Glatt, genau, zu Non-Farm-Payrolls, dass der DAX wohl eher bei 20.000 Punkten stehen wird als bei 5.000, und das gilt auch von S&P 500 in dem Fall. Ich glaube, dass der eher bei 3.000 Punkten steht als bei 1.000, weil eben hier der Markt, das kapitalistische Prinzip, die dynamischen Zahlen, die Weltwachstumsraten, ob die jetzt alle geschönt sind oder nicht, aber letztlich haben wir hier eine steigende Produktivität. Und wenn wir es schaffen, eben die ganzen Umweltsünden und alles andere in den Griff zu kriegen, gerade jetzt auch die terroristischen und kriegstechnischen Aktivitäten, dann glaube ich, haben wir hier weiter dynamische Zeiten vor uns und es sieht eben eher so aus, als würden wir nach oben laufen, mittel- bis langfristig mit Sicherheit. Die aktuelle Konsolidierungsphase meines Erachtens, wie gesagt, zu schwach. Ich hätte mir gern tiefere Preise gewünscht und wenn wir hier Richtung 1600 gelaufen wären, dann hätte ich wirklich in Anführungszeichen gesagt, das ist die Kaufchance des Jahrzehnts. Da hätten sich viele Aktien sehr, sehr preiswert einkaufen können, aber wie gesagt, können hätte, wenn und aber. Jetzt ist es so, dass wir neue Allzeithochs machen und wer noch nicht dabei war, muss natürlich jetzt überlegen, hier reinzugehen. Ich würde definitiv erstmal ein Pullback abwarten an dieses frühere Allzeithoch. Also lass den ruhig nochmal ein Stück steigen. Wenn er wieder zurückkommt, dann hier an dieser Zone um 2100, 2130, denke ich, bekommt man nochmal gute Kurse. Ob man da mit voller Size reingehen müsste, das sei jedem selbst überlassen. Wie gesagt, das ist ja hier einfach nur eine Information zum Markt, zur technischen Situation. Aber es wirkt auf jeden Fall bullisch, ja, weil die Konsolidierung relativ schnell abgeschlossen wurde, nicht tief ging und im Gegenteil die Käufer jetzt hier nochmal die Türen einrennen. Ergo unterm Strich alles ein sehr, sehr bullisches Umfeld, ein sehr, sehr bullischer Bias, den wir hier haben. So, jetzt haben wir es kurz nach drei. Draghi hat ja nichts Neues zu sagen. Im Prinzip, wie gesagt, den Channel, wer es von Ihnen verfolgt hat,
EZB-Pressekonferenz hier, ja, geht weiter. Ja, ist klar. Viel Schmus am Ende, viel Schall ins All sozusagen, weil das wird ja auch alles sehr verkausalisiert besprochen. Das ist ja immer die Sprache der Notenbanker. Das ist immer so hätte, wenn, könnte und aber, ähnlich wie bei den Analysten. Man will sich ungern festlegen, weil natürlich auch diese Damen und Herren nicht wirklich wissen, wie sich die Bruttoinlandsproduktzahlen, wie sich die Import-Export-Zahlen, wie sich die Inflation entwickeln wird. Man kann das natürlich anhand statistischer oder auch projektiver Hochrechnung volkswirtschaftlicher Ableitungen natürlich herleiten und orakeln, aber wie die Wirtschaft konkret reagiert, genau jetzt Brexit-Event, das steht immer wieder auf einem anderen Blatt, wie auch da eben gerade die Marktteilnehmer eben gewisse Situationen aufnehmen. Brexit, wie gesagt, hätte eigentlich so auch keiner mit gerechnet, dass es wirklich dazu kommt. Ob es jetzt weiter so geht, das sei ja eh erstmal dahingestellt. Die EU-Verträge laufen ja eh noch länger und das wird ja nicht alles von heute auf morgen. Es muss ja auch der Plan muss konkretisiert werden und und. Also sind so viele, viele, viele Baustellen, die das alles noch ewig in die Länge ziehen lassen werden. Also da war auch, sage ich mal, die erste Panik sicherlich unbegründet. Aber wie das weitergeht, wird auf jeden Fall spannend sein zu beobachten. Das steht fest. Das steht fest. Ach, Siegfried, der All leitet keinen Schall. Ja, das war auch nur ein Spruch an dieser Stelle, aber gut bemerkt. Das ist da wohl recht unmöglich, absolut. Aber das war ja die Floskel im Wort selber, neben dem, was die Herren Notenbanker bzw. seine Adjutanten da zu predigen haben, ist wie gesagt eigentlich immer nur sehr orakelt und nichts Konkretes, leider Gottes. Außer eben die Anleihekaufprogramme, die unverändert ja in dieser Höhe bleiben, wenn man sich das überlegt, mit 80 Milliarden im Monat. Das sind schon Hausnummern, meine Güte. Und am Ende, meine lieben Zuschauer, zahlt das der Steuerzahler. Das ist natürlich auch wieder die Krux an der Geschichte, genauso wie es, wenn es um die Rettung der italienischen Banken geht. Das ist eine Geschichte, da wird gut in den Topf gegriffen, aber letztlich die große Preisfrage, soll man es denn scheitern lassen oder eben retten? Ja, das war genau dieselbe Situation hier zur Finanzmarktkrise. Hier gab es die Schieflage, hier gab es die Lehman Brothers Pleite, hier war das Finanzsystem und viele Banken kurz vorm Kollaps. Es gab große Rettungsaktionen. Die Banken durften weitermachen wie bisher. Deutsche Bank hat natürlich eine klare Schieflage, brauchen wir nicht drüber reden. Die Deutsche Bank sieht nicht gut aus, aber grundsätzlich die Situation, die, dass hier sicherlich das System hätte ein Stück weit recovered werden können, nach dem Motto, okay, jetzt Augen zu und durch. Es hätte schwere Wirtschaftsjahre geben können. Ich will nicht von einer großen Depression sprechen, aber letztlich war hier die Situation die, dass es zur Finanzmarktkrise schon ein Brainwash gab, also der Markt durchgerüttelt wurde, die Zeichen der Zeit darauf justiert wurden, dass es eben durchaus jetzt mal zu einer Gesundung kommen kann. Aber was hat stattgefunden? Die Krise wurde mit Oder die Krise, Schrägstrich, das Feuer wurde mit Benzin bekämpft und im Prinzip sieht es jetzt noch schlimmer aus als vorher. Gerade wenn man die Bad Banks sieht, wenn man die aufgeblasenen Bilanzen sieht und eben die Anleihekaufprogramme, die aus dem Nichts das Geld erzeugen und immer weiter da in die Richtung bringen, das ist schon ein Stück weit schwierig. Gut, also Amerikaner wollen wir mal sehen, wie sie reinkommen. Wir haben immer noch eine negative Indikation, auch wenn nicht mehr so negativ. Dann nehme ich mir hier zum Beispiel mal entweder natürlich die Metatrader-Indikation oder aber auch gern Guidance. Schiebe ich mal hier oben rein. Neben dem, dass wir natürlich hier die News reinbekommen im Tick-Modus, haben wir natürlich auch die Situation hier oben praktisch die Indikation zu sehen der jeweiligen Märkte. Das sah noch ein bisschen schwächer aus vor einer guten halben Stunde. DAX, wie gesagt, hier noch immer regungsunfähig. Euro-US-Dollar schafft es nicht wirklich deutlich auf neue Tageshochs rauszuziehen. Jetzt im vorbörslichen Handel, die Amerikaner sind ja im vorbörslichen Handel schon längst aktiv, hätten hier Impulse kommen können. Was 15:30 passiert, muss man jetzt mal sehen, ob es da nochmal einen Momentumschub reinkommt. Aber so richtig stark sieht das, wie gesagt, nicht aus. Richtig stark sieht das leider Gottes nicht aus. Da fehlt wirklich hier der Drive auf der Oberseite. Nun denn, spannend bleibt es allemal. Jetzt muss man einfach mal gucken, wie es weitergeht. Ob der Markt jetzt hier endlich mal nochmal in Wallung gerät oder nicht. Es sieht wie gesagt aus, das sieht
nicht so dynamisch aus. Ist schade, wenn man so ein Live-Event hat und hier nichts passiert, aber es macht auch keinen Sinn, und das hat auch Heiko heute Morgen gesagt, hier aus seinem Bauch heraus dann irgendwelche Trades zu machen. Das unterscheidet dann auch immer gerade den Advanced Trader zum Rookie-Einsteiger. Ich denke, da sind sie mit mir auf einer Wellenlänge, dass sie auf jeden Fall sich ein Stück dann immer zurücknehmen müssen. Wer von Ihnen ist denn hier relativ neu? Also die Gruppe ist recht groß. Insofern hier ruhig mal die Info geben, wer von Ihnen da jetzt hier noch recht jung am Markt ist. Da rede ich jetzt hier über 6 Monate, ein Jahr, oder wer selbst eben noch sagt, okay, ich muss hier noch mein Setup finden, ich muss noch den Weg gehen. Da bitte mal Feedback geben, ob und wen das betrifft. Ansonsten haben wir dann hier einen sehr, sehr reifen Kreis offenbar. Alles schon länger dabei, längere Marktteilnehmer, das ist nicht schlecht. Ist auch gut, insofern rede ich Ihnen das sicherlich aus der Seele. Aber wobei, jetzt kommen einige Meldungen. Bin schon lange dabei, schon alles gehandelt. Seit ein paar Wochen sehe ich hier aber auch, ja, auch erst ganz frisch. Peter, dann gleich mal die Frage, wie bist du denn dazu gekommen, dich dem Markt mal sozusagen zuzuwenden? Was waren denn die Indikationen? Was war denn der Anlass zu sagen, hey, Börse, Aktien, CFDs, Forex, Indizes, alles eine Materie, mit der ich mich hier gerne auseinandersetzen würde. Da mal kurz, was waren so die Beweggründe? Auch von den anderen vielleicht, die schon länger dabei sind, das würde ich gerne mal also ein Stück weit abfragen. Wir werden übrigens bei JFD da auch in Kürze mal eine größere Umfrage vollziehen. Und da geht es nämlich darum, was wollen Sie eigentlich? Ja, und da wir bei JFD ja im Prinzip immer mit dem Kunden handeln wollen, wir können nur gewinnen, wenn Sie gewinnen, haben kein Interesse daran, dass Sie verlieren, ist es natürlich auch ein Anliegen, mal ein Stück weit abzufragen von Ihnen, wie Sie selbst oder wo Sie selbst Ihre Präferenzen sehen und was Sie denn gern verändert hätten. Ja, also da ruhig auch jetzt mal hier reinschießen. Peter, wunderbar, ein Depot geerbt. Das klingt schon mal gut. Sehr, sehr gut. Da muss man natürlich wirklich zwangsläufig sich mit der Materie beschäftigen. Und das ist auch gut, dass Sie sich selbst damit beschäftigen. Denn natürlich können Sie das Portfolio an einen ja, Bankberater geben, will ich jetzt mal sagen. Aber dass der natürlich unabhängig und neutral berät, das steht eher auf einem Blatt, was niemand sehen wird, nämlich auf keinem. Er wird das eher, wie gesagt, aus den höheren Abteilungen vorgegeben bekommen, was da passiert. Und insofern bei einem kleineren Depot, da ist man eben im Prinzip immer relativ uninteressant für die Banken. Ja, da muss man dann schon mit 500.000, 1 Million rankommen, dann darf man schon mal eine Etage höher gehen und kriegt dann sozusagen auch hier und da eine Privatbetreuung, aber das ist natürlich für kleinere Depots dann eher nicht der Fall. Insofern ist man da selbst gefragt und ich denke mal, das Depot lief sicherlich während der letzten Jahre gut und aufgrund, wenn wir uns den S&P 500 ja wie gerade eben angeschaut haben, geht das wahrscheinlich weiter. Aber Peter, du bist wahrscheinlich auch interessiert an dem kurzfristigeren Trading. Da muss ich ja direkt jetzt mal aufgreifen. Da du hier, wie gesagt, vom Auditorium, vom großen Auditorium tatsächlich der Einzige war, der hier relativ neu ist, aber es ist richtig, sich da mit der Materie auseinanderzusetzen und richtig, sich eben hier auch weiter damit zu beschäftigen. Aber Intraday praktisch auch interessiert. Deswegen wahrscheinlich heute Morgen auch beim Heiko gewesen und jetzt am Nachmittag noch dabei. Praktisch die Live-Kommentation, den Live-Bericht abzugrasen. Aber da gehört es eben auch dazu, dann sehen wir beim Euro-US-Dollar gerade, wie er wieder runterkommt und es nicht schafft, aus der Asia-Range rauszulaufen. Da ist es eben auch wichtig, wenn wir solche 10 Marktphasen haben oder so ein Sommerloch, hier ganz klar sich zurückzuhalten und das auf die Fahne zu schreiben. Ja. Ich meine, Heiko kann an einer 50-Punkte-Bewegung, wenn er das relativ frühzeitig erahnt, immer seine 10, 15 Punkte rausschneiden. Das ist okay, aber da dürfen Sie natürlich auch nicht vergessen, dass der Heiko dann dafür 2, 3 Stunden am Rechner sitzt und eben genau beobachtet und Erfahrungswerte von über 10 Jahren hat, die er dann hier zur Anwendung bringt, um eben dann da in so einer Bewegung sich was rauszuschneiden. Das muss man auch immer wieder selbst mit seinem eigenen Kalkül, mit seiner eigenen Psyche, mit seinen eigenen Ansprüchen auch abgleichen, in welchem Timeframe sie aktiv sind. Der ein oder andere von Ihnen wird sicherlich auch schon im 5-Minuten-Chart getradet haben, vielleicht im 1-Minuten-Chart und hat dann aber unterm Strich festgestellt, dass es ihm viel zu stressig ist. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen kann und muss, ja, wenn einem das nicht liegt, dann lieber Finger weg. Ja, dann auf jeden Fall in die höheren Timeframes gehen und da hat man auf jeden Fall einen sicheren, einen ruhigeren Aspekt, die Märkte zu analysieren und auch vorzugehen. Und das muss jeder für sich natürlich selbst vereinbaren können. Denn Fakt ist, im Intraday-Markt, gerade am DAX, und das ist jetzt keine Geschichte, die ich mir ausdenke, sondern gerade im Intraday-Bereich handeln,
Im hohen prozentigen Bereich, da reden wir deutlich über 75% der Marktteilnehmer, den DAX, den Index, und der ist wirklich nicht einfach zu handeln. Aber da sind eben hier im CFD-Bereich, das ist das beliebteste Underlying. Natürlich bewegt sich der DAX 150, 200 Punkte am Tag, da kann man auch was rausschneiden, aber es sind eben auch sehr erratische, hektische Bewegungen, die dann eben teilweise auch schwer einzufangen sind, gerade von dem kleineren Traderkreis oder jüngeren Traderkreis, und das sollte man immer wieder mit Vorsicht agieren und auch mal durchaus auf den Forex-Markt schauen. Und hierbei nicht nur unbedingt Euro-US-Dollar, es gibt, wie gesagt, viele, viele Währungen, seien es die Majors, seien es die Miners, seien es die Exotics. Es gibt viele, viele Währungen, die man hier beobachten kann. An einem Tag wie heute ist, wie gesagt, für mich jetzt selbst auch mal gar keine Währung interessant. Es ist einfach ein sehr Seitwärtsmarkt. Ich zeige Ihnen hier nochmal kurz die Überblick oder den Übersicht zur Währungsstärke. Die ist hier generell seitwärts. Sehen wir hier im Stundenchart. Das wir jetzt mal aufdröseln. Hier alles seitwärts orientiert, hier geht nichts in die eine oder andere Richtung. Das kurzfristige Momentum ist hier viel zu seitwärts, als dass man sagen könnte, hier entsteht wirklich Momentum, und das ist natürlich schwierig, da jetzt Fuß zu fassen, da auch hier lieber Ruhe bewahren. Es läuft alles seitwärts. Wir hatten hier natürlich eine übergeordnete Yen-Schwäche heute Morgen. Die Yen-Pairs sind alle Minus, also die Währungspaare, die in Yen gehandelt sind, die sind im Minus, aber der Rest. Britisch Pfund im Moment ein Stück weit volatil, Euro ist ein Stück weit hochgekommen, aber schafft es nicht wirklich an das Momentum anzuknüpfen. Jetzt wird der Dollar gerade stark, sehen wir hier. Blaues Dollar. Neuseeland-Dollar und Euro kippen jetzt nach unten weg. Wenn wir uns das jetzt mal hier im Euro-Chart anschauen, sehen wir, dass der Euro zurückkommt. Ausbruch hier oben gescheitert. Wie gesagt, jetzt könnte US-Opening in 14 Minuten hier negatives Momentum durchaus dazu reifen, dass der Markt nach unten durchbricht. Aber das, wie gesagt, nicht der Fall bislang. So, jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht. So, jetzt schauen wir mal. So, jetzt gucken wir mal. Kurzer Nachrichtencheck. Nichts Wesentliches passiert. Die diskutieren immer noch weiter. Die News, wie gesagt, zäh. Die Indizes ist jetzt leicht ins Plus gedreht, aber alles noch nicht wirklich überzeugend. Aber interessant jetzt noch mal zum Siegfried. Schreibt gerade, so interessant seine Ausführungen sind, auch vom Heiko, das Handling und das erforderliche Wissen sowie die erforderliche Erfahrung. Wirkt fast schon abschreckend. Ja, Siegfried, das ist aber eine realistische Feststellung, denn der Trugschluss bei vielen Marktteilnehmern ist eben der, dass sie hier ein, zwei Webinare machen, drei, vier Bücher lesen, ein, zwei Setups kopieren und dann sozusagen am Markt erfolgreich Geld verdienen. Das ist auch die Krux, die bei manchen Brokern durch Videoclips oder auch Werbespots hier visualisiert wird, nach dem Motto mit Caipirinha an der Hand am Strand liegen und Viva Tablet ja, seine Tausender verdienen am Tag, im Monat, wie auch immer. Ist natürlich die absolute Illusion, weil Tatsache ist, sie stellen sich jeden Tag einer Schar von Hunderttausenden professionellen Bankern und Tradern und Family Offices und Vermögensverwaltern, die sich jahrelang, um nicht jahrzehntelang mit der Materie beschäftigt haben, sozusagen damit auseinandersetzen. Und da ist es eben wirklich ein Trugschluss, wenn man glaubt, hier ohne große Erfahrung, ohne großes Wissen, mal eben am Markt sein Geld zu verdienen. Das kann am Anfang, wenn es glücklich läuft, immer mal funktionieren. Das heißt, dass der Markt nach oben läuft, man mitläuft, wie zum Beispiel jetzt seit 2010, 2009 nach der Finanzmarktkrise, ja, long only, wenn man dann natürlich meistens den bullischen Bias gefahren hat, sei es mit einem CFD, sei es mit Aktien, dann war das alles recht einfach. Aber wenn eben die Märkte mal in eine andere Richtung ausschlagen, dann kann das eben doch ganz schön kritisch werden, und die Erfahrung oder die Ereignisse wiederholen sich eigentlich immer, immer wieder. Ob das eine Dotcom-Blase war, ob das die Finanzmarktkrise war, davor in den 90ern die Russland-Krise, die Asien-Krise, was auch immer. Jetzt vielleicht,
die nächste Bubble, die hier am Horizont, es gibt eine riesige Derivate-Bubble und. Was als nächstes kommt, weiß man nicht, aber es wäre eigentlich an der Zeit, dass der Markt mal ein Stück weit durchschnauft, denn wir hatten, wie gesagt, sehr, sehr gute 6, 7 Jahre, 6, 7 sehr, sehr gute Börsenjahre, aber die Geschichte lehrt uns auch, dass es immer wieder anders kommen kann, aber grundsätzlich wiederholen sich die Ereignisse natürlich, ja. Und deswegen muss man sich hier auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Und Heiko hat hier einen großen Erfahrungsschatz. Jeder, der an den Märkten länger ist, kann ja sein Wissen, wie gesagt, teilgeben. Aber das Simple bei Heiko ist eben auch, dass es gar nicht so kompliziert hält mit 5000 Indikatoren, mit irgendwelchen visuellen Geschichten, sondern er hat sich eben hier auch das markttechnische Prinzip oder auch, wie man es nennt, die Dow-Theorie, den Rosshaken, ja, also das sind viele Bezeichnungen für ein und das Gleiche, eben hier praktisch Trendbewegungen zu visualisieren. Und was Heiko ja nicht, oder Heiko heute Morgen ja gemacht hat, ist er praktisch hier aus dem höheren Timeframe sozusagen hier mit einfacher Strichgrafik letztlich immer die 1, 2, 3 Punkte, das geht in Guidance jetzt einfacher, da kann man das mal machen, die Punkte sozusagen abzuzeichnen, um hier dann seine, jetzt gucken wir mal, da ist der DAX. Gehen wir mal hier in die 15 Minuten runter. So, ja. Also hier den blauen Pfeil mal wegmachen. Aber im Prinzip nach Markttechnik eben ganz simpel hier die Higher Highs, Higher Lows zu definieren. Und je nachdem, was der Markt dann entsprechend macht, hier sozusagen solche Sequenzen, einfach nur Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Okay, jetzt kommt ein neues Tief, Bewegung, Korrektur, dass man das im Prinzip in den größeren Zeitfenstern analysiert und dann Schlussfolgerung findet. Ja, wo kann denn der Markt als nächstes hingehen? Wir wissen es alle nicht. Auch Heiko weiß es nicht, aber er passt sich als Scalp Trader und Scalp Trading ist halt wirklich, sag mal, die Königsdisziplin des Tradings, weil auch viele Marktteilnehmer in der kurzen Zeit eben sehr viel Geld verlieren. Ist es aber eben auch eine sehr, sehr große Herausforderung, hier am Markt dauerhaft zu bestehen. Und wenn man sich diesem Markt widmet, muss man auch mit höchster Aufmerksamkeit den Markt verfolgen. Und in den USA gibt es ja etliche, gerade weil es der größte Aktienmarkt auch ist, etliche Trader, die hier im 5-Minuten-Chart Aktien traden, DAC Opening zum Beispiel, Gap Closing. Also es gibt ja in den USA massenhaft Aktien, die mit Gaps öffnen, also Kurslücken zum Vortag. Ja, und da gibt es eben eine Tausende Trader in den USA, die sich nur auf so ein Gap-Trading spezialisiert haben und da eben die interessantesten Aktien rausfiltern. Ähnlich wie ich das hier bei der Seasonal-Software mache, gibt es eben auch gerade für Amerika, also das ist jetzt zum Beispiel Seasonal-Software für solche Shares, die praktisch hier Wiederholungsmuster aufweisen, aber es gibt natürlich unendlich viele Software-Tools, die auch im Intraday-Bereich die größten Gaps ausspucken. Die größten anderen statistischen Kennzahlen und darauf reiten die Amerikaner wirklich drauf rum. Das ist ein riesen, riesen Markt und der Trading-Markt ist eben auch der oder ein Markt, in dem man sich auch immer wieder weiterentwickeln muss. Ja. Vor vielen Jahren noch hatte ich die Seasonal-Muster nur temporär erfasst, damals noch mit Dimitri Speck. Gibt es auch eine Website, die auch heute noch temporär pflegt. Saisonal Charts. So. Okay, falsch geschrieben, in der Eile des Gefechts, da haben wir es. Das war die erste Seite, wo ich in Kontakt gekommen bin mit Seasonals und Wiederholungsmustern. Und diese waren im Prinzip ausschlaggebend für mich hier zu sagen, okay, jetzt beschäftigen wir uns mal näher mit der Materie und schauen mal, was das da so auf sich hat. Und dann bin ich so über mehrere Wege auch auf den Optionshandel gekommen, der wiederum viel vom Rohstoffhandel beeinflusst wird. Und da ist es eben so, gerade Metalle, Energie, Farmprodukte, das sind natürlich hier Korn, Bohnen, Zucker, Weizen, Kaffee, alles, was Sie hier sehen, ist letztlich hier ein, gehen wir mal hier auf Weizen, saisonalen Mustern und auch Erntemustern unterworfen. Hier ist, glaube ich, ein Chart aus 2007, der ist jetzt nicht mehr wirklich ganz aktuell, aber das war so die Zeit, wo ich da auch drauf geschielt habe und dachte mir, hey, das ist ja ganz interessant. Und gerade in den Future-Terminmärkten hat es natürlich so, auch am Goldpreis zum Beispiel, Sie wissen, September, Oktober in Indien, die Hochzeitssaison, Gold ist ein begrenzter Rohstoff, die physische Marktfrage steigt immer in dieser Zeit, weil Indien da extrem auf dem Goldmarkt nachfragt, beziehungsweise ist es ja auch so, dass Russland, China und Indien mehr oder weniger eh die Goldnachfrage hochhalten. Und grundsätzlich aber hier interessant eben, dass man sieht, dann gehen wir mal auf die Metalle,
Gold in dem Fall. Ja, dass dann hier August, September, Oktober eben der Preis saisonal hier ansteigt. Das ist jetzt auch ein Chart aus 2007, völlig wurscht. Das ist ein saisonales Muster der letzten 32 Jahre. Und ja, ich habe auch hier bei dem Seasonal Bull und auch beim Trade Miner für Sie ab August, zugegebenermaßen in 7, 8 Tagen ist es soweit, habe ich für Sie hier einige feine Setups in Sachen Goldpreis, die letztes Jahr nicht funktioniert haben. Das will ich gleich mal vorweg schicken. Im letzten Jahr hat das nicht so gut hingehauen. Aber grundsätzlich, zurück zum Chart. Grundsätzlich hat es die Situation insofern verwirklicht, dass der Markt eben gerade Goldpreis ab Mitte August sehr, sehr bullisch wird. Und da gibt es eben einige Settings, die sich hier so in so saisonalen Mustern auch wiederholen. Und am Terminmarkt, am Optionsmarkt, wie gesagt, wird das auch sehr, sehr häufig ausgenutzt und kann ausgenutzt werden. Und insofern auch für Sie mal ruhig den Tipp, sich mal mit sowas auseinanderzusetzen. Wie gesagt, seasonal Pattern spielen am Optionsmarkt, gerade am Terminmarkt, eine sehr, sehr große Rolle. Gerade am Rohstoffmarkt, Energiemarkt, Farmprodukte, das ist das A und O. Und da wird so gut wie nur mit saisonalen Mustern und Setups gearbeitet. Und deswegen auch, warum nicht für Aktien, Forex und andere Gepflogenheiten wie Indizes anwenden? Denn auch hier haben wir gewisse Wiederholungsmuster. Und was wir als Charttechniker ja machen, ist ja im Prinzip nur eines, nämlich, dass wir uns an gewissen vergangenen Mustern, vergangenen Erscheinungen entlanghangeln und hier versuchen, Ableitung für die Zukunft zu finden. Und das tun wir natürlich genauso technisch orientiert, markttechnisch orientiert, orientiert, aber auch seasonal orientiert. So, der Bernd wird gleich auf dem JFD-Desktop was zum Besten geben, glaube ich. Nein, er hat einen Quick-Scan gemacht vom Euro-Austral-Dollar. Hier auch nochmal der Hinweis für alle, die heute Morgen nicht dabei waren. Wir haben hier immer das Morning Meeting mit Jens Glatt, 10:30 Uhr. Bernd sorgt untertags für Traffic und in den nächsten 2, 3 Monaten werde auch ich wieder auf dem JFD-Desktop ein Stück weit mehr Content liefern, damit wir hier die Frequenz hochhalten, meine lieben Zuschauer. Und da wird auf jeden Fall noch ein mehr interessantes und auch seasonal Muster täglich von mir hier sicherlich vorgestellt. Seien Sie da mal gespannt, hier einfach bei uns folgen unserem Desktop und dann werden Sie eh automatisch immer hier auf dieser Sparte, auf dieser Spalte hier mit Informationen und News versorgt, wenn hier ein neuer Artikel im Stream erscheint. Ansonsten natürlich auch hier jederzeit mit uns der Kontakt aufzunehmen. Ganz, ganz klar. Gut. So, die Amerikaner kommen jetzt in 2,5 Minuten rein und wir schauen mal auf den Markt. Hui, hat sich ja richtig was getan, nämlich gar nichts. Es ist ja wirklich kläglich, ist noch geprahlt. Wir sind heute am EZB-Event und hier ist mal gar nichts passiert. Ich meine, gut, wenn die Aussagen nicht kommen, wenn nichts Großes an Veränderungen stattfindet, was soll denn der Markt auch machen? Passt halt jetzt gerade typisch zum Sommerloch. Im Euro, wie gesagt, Ausbruch nach oben gescheitert. Spekulativ mit dem RSI 7 hätte man hier den überkauften Status ja kaufen können, aber ist nichts für mich in so einem Range-Markt jetzt da hier auf die obere Begrenzung zu traden. Jetzt hier unten könnte man dann genauso im Gegenzug, wenn es nochmal einen Dip nach unten gibt und dann vielleicht eine positive Divergenz hier auf dem Long Setup spekulieren. Und jetzt muss man erstmal sehen, ob Euro US-Dollar überhaupt aus der Asia Range hier rauskommt. Ja, das ist ja eh die Gretchenfrage. Sehen das hier die Asia Range, der Asia Handel. Ja, da ist ja nichts. Das ist ja wirklich ein schweres Brot. Aber Siegfried, trotzdem auf deine Frage vorhin nochmal eingehend. Sehr, sehr richtig. Hast du gut erkannt, dass der Markt hier für viele dann immer wieder auch ein Spießrutenlauf ist, wenn man sich nicht richtig damit beschäftigt. Und gut, dass du erkannt hast, dass es natürlich auch eine Sache der Intensivität ist. Es ist wie eine Ausbildung. Und das heißt, das macht man nicht in Wochen und wenigen Monaten. Das ist schon eine Geschichte, die kann auch Jahre dauern und braucht auch viel Erfahrung, um eben daran auch zu wachsen. Ja, das ist ganz klar. Also es gibt wenig Fälle, wo die Marktteilnehmer innerhalb von 6 bis 12 Monaten sofort dermaßen erfolgreich waren, dass sie davon auch wirklich partizipieren konnten. Es dauert in der Regel wirklich länger. In so kurzen Fällen ist es meistens so, dass ein persönlicher Coach dabei ist. Das wird wie bei jedem anderen, oder sagen wir, wenn Sie ein Doktorvater sind oder was auch immer, letztlich zieht sich das sozusagen durch alle Segmente, dass man hier, wenn man erfolgreich sein will, sich sicherlich damit beschäftigen muss und viel, viel Zeit intensivieren muss. Und wir bei JFD bieten Ihnen ja hier auch die Webinare an, die Live-Events an. Das, was ich jetzt mache, wir bieten eben eine Plattform an, wo wir nicht gegen Sie traden. Ja? Wir bieten die Core-Spreads an, Interbankenhandel. Wir wollen auch die Preise noch
besser an sie anpassen. Und das sind natürlich gute Voraussetzungen, mit denen man agieren kann, aber letztlich müssen sie den Weg alleine gehen. Ja? Sie sitzen zu Hause an ihren Trading Desks und müssen Entscheidungen treffen. Ja? Und das ist natürlich immer das, wo man ein Stück weit auch dann ins Zweifeln kommt und die menschliche Psyche gefragt wird und gefragt ist. Deswegen hier immer ganz, ganz tapfer bleiben und nicht vom Weg abbringen. Denn auch ich hatte Leute in meiner Vergangenheit, die, ich will sagen, schon so viel Wissen angehäuft haben, jetzt übrigens US Opening. Gucken, wie der Markt reagiert hier. Ein Stück weit Trend fortsetzend. Also zumindest der Euro mit seiner Schwäche rechts. Mal gucken, ob er, wir sind jetzt 8 Pips, sag ich schon, 8 Pips vom Low weg, vom Daily Low. Mal gucken, ob wir es nach unten durchbrechen. Aber was ich sagen wollte, ich hatte, wie gesagt, Leute, die haben viel Erfahrung gesammelt, haben Geld verloren, hatten viel, viel Wissen angesammelt und waren eigentlich kurz davor, ja, den Sprung zum Kapitalerhalt, Schrägstrich mittelfristig dann zum Kapitalaufbau zu schaffen und dann haben sie aufgegeben. Das ist bitter in meinen Augen. Wenn man schon viel Zeit investiert und auch Geld bezahlt hat, man sagt dazu ja Lehrgeld, Lehrgebühr, man hat sozusagen bezahlt wie eine Ausbildung. Besser natürlich nicht, dass es dann hier in die Hunderttausender geht, sondern dass es in einem überschaubaren Bezahllevel bleibt. Und wenn man das natürlich gemacht hat und dann einen Erfahrungsschatz hat, sich dann kurz vorm Ziel abzuwenden. Ich hatte wirklich Bekannte, wo es so war, es ist schade. Sind jetzt in einer anderen Sparte erfolgreich, aber trotzdem wären diese sicherlich auch an den Märkten jetzt erfolgreicher denn je geworden. So, Euro-US-Dollar. 5 Pips, 4 Pips vom Low weg. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wir schauen mal kurz die Stärke an. Die hier komplett gekippt ist. Euro hier, rosa konkret erstmal nach oben gelaufen, kippt jetzt nach unten weg. 4 Stunden noch plus, Stunde bereits minus. Im 10-Minuten-Chart deutlich im Minus. Aber es sind eben keine klaren Tendenzen. Das spiegelt sich dann auch wieder, wenn ich den Rainbow jetzt vorhole. Das ist nicht wirklich sauber. Das macht keinen Spaß und da kann man auch. Oder sollte man auch nicht unbedingt hier aggressiv jetzt versuchen, irgendwas zu schneiden, wenn hier nichts kommt. Also neues Tief könnte man beim Euro-US-Dollar verkaufen. Das ist das, was ich vorhin ja auch schon sagte. Wenn wir das Pivot-Level, den Opening unterschreiten, dann nochmal das Vorwochentief darunter bleiben, neues Low machen, dann sieht es gut aus, dass wir hier bis zum Vortagestief fallen könnten. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Hier im 5-Minuten-Chart, wenn wir das mal jetzt ein Stück weit draufziehen. Stopp aktuell noch zu weit weg. Ist auch das, was Heiko sagte. Ja, man muss immer sehen, mit welchem CRV man arbeitet. Aber beispielsweise hier eine Pending, da wäre auch die Marke von 1,10. Das mal jetzt hier genau fix mache. So, das wäre jetzt die 1,10er. Average Daily Range wäre hier schon nur 14 Pips tiefer, nur 13 Pips tiefer bereits abgearbeitet. Vortagestief gerade mal 18 Pips weg. Das heißt, der Stopp, naja. Wenn man den hier auf das Tief dieser oder hoch dieser Kerze setzen würde, das wären 18 Pips, da wäre man knapp drüber. Also Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1, das sieht auch nicht attraktiv aus. Also wirklich, wirklich tricky. Und Sie sehen auch hier, vom Pivot Point kommt er gerade zurück. Kommt jetzt also auch nicht direkt auf Verkaufsdruck rein. Bleibt relativ unspannend nach wie vor. Kann man nicht machen, kann man nicht ändern. Und das, obwohl die Amerikaner jetzt schon dabei sind, seit 3 Minuten Handel. Aber immer noch nichts Wesentliches. Auch hier die indikativen Ausschläge sehr, sehr überschaubar. Nahezu langweilig. Das ist wirklich schade. Aber wir wollen es ja auch nicht hier erpressen. Also insofern, wenn es nichts gibt, wenn es nichts gibt, kann man auch nichts machen. Insofern weise ich oder nochmal Hinweis hier auf unsere Minis, auf unsere DAX-Minis. Hier nicht nur DAX, Index-Minis vielmehr. Ja, hier 7. Und hier entsprechende Handelszeiten. Und jetzt eben im, haben wir heute Morgen auch schon angesprochen, im Dezimalbereich handelbar. Warum von Vorteil? Heiko hat es gesagt, Sie können hier eben mit einem kleinen Konto auch schon Erfahrung sammeln. Und da geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass Sie jeden Tag 100 Euro verdienen, 200 Euro verdienen oder was auch immer, sondern vielmehr Ihre Präferenz justieren, mit einem Demokonto anfangen, Setups zu kreieren. Mit einem Demokonto sollten Sie anfangen, auch Backtests zu machen. Mit einem Demokonto können Sie anfangen, die Handelsplattform kennenzulernen. Und wenn Sie dann aber ein Setting haben, dann macht es durchaus Sinn, das auch real zu testen, denn real ist es immer wieder was anderes. Und da spielt es manchmal auch nicht den großen Unterschied, ob Sie jetzt real mit einem 1 Euro CFD handeln oder mit einem 25 Euro Future Kontrakt oder mit einem 0,10
Euro, also 10 Cent CFD, Mini-CFD praktisch. Das ist einfach das Live-Feeling am Markt. Je höher natürlich die Kontraktgröße, desto mehr Stresslevel durchaus vorhanden. Aber wichtig ist, dass Sie so ein Stück weit Live-Emotionen mitnehmen. Und das können Sie natürlich mit Mini-CFDs hervorragend abbilden. Das heißt, Sie sind live am Markt. Sie verlieren vielleicht 15, 15 Euro. Sie gewinnen natürlich auch nur 10, 15 Euro, je nachdem, was Sie da eben traden und welche Size. Aber es geht eben darum, dass Sie lernen, eben kontinuierlich am Markt auch zu arbeiten. Und das sind eben reale Emotionen, die Sie im Prinzip auch nur mit einem Echtgeldkonto nachbilden können. Und da aber eben auch nicht gleich die volle Size riskieren, sondern eben da auch vernünftig mit kleinerer Positions-Size erstmal vorgehen und eben hier teilweise Lehrgeld zahlen, aber eben auch die Erfahrung sammeln, wie es ist, wie es sich anfühlt, echt am Markt aktiv zu sein und da eben auch real mitzuhandeln. Und wie gesagt, Sie können natürlich Positionen auch über Nacht halten und auch mittelfristiges Swing- und Positionstrading betreiben. Das geht natürlich auch mit Index-CFDs und Euro, US-Dollar. Währungsgepflogenheiten beziehungsweise auch mit Währungspaaren, wobei man da auch immer wieder darauf achten muss, dass in der Nacht natürlich gerade aus dem japanischen Raum immer wieder viele Spikes passieren können. Aber wir hatten im JFD-Devisenradar gestern hier zum Beispiel den Euro, den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Und so ein Rainbow-Setup, jetzt nicht verwirren lassen von dieser bunten Grafik, ja, den habe ich jetzt hier drin, den Rainbow, um das negative Momentum zu visualisieren. Zudem sind hier die Heiken-Nashi-Kerzen auch zu sehen. Jetzt machen wir den Rainbow mal weg, damit es nicht ganz so bunt wird. Zack. Haben wir hier auch eine Abwärtstrendlinie. Wir haben hier verschiedene Support-Level und Resistance-Niveaus. Und jetzt haben wir hier die Situation gehabt, wo wir gestern feststellten, dass der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hier im Bereich 106,50 plus minus ein bisschen was, auf jeden Fall eine Widerstandszone hat. Die Idee war, da sehen Sie am blauen Pfeil, dass wir hier so ein bisschen hochspiken, das Level antesten. Ja, hier haben wir auch noch den EMA 100. Passt alles irgendwie ein Stück weit als Kreuzwiderstand zusammen. Und wir wissen nicht, was passiert. Aber die Idee im Sinne des Trendfolgemomentums, und das kann man eben durch den Rainbow hier mit einem Klick visualisieren, ohne jetzt, ich könnte den Chart auch nackt machen, ohne die ganzen Trendlinien, und sehe natürlich anhand des Rainbows schon das negative Momentum. Und sehe aber auch anhand dessen, dass wir hier mehr schwarze Heike-Naschi-Kerzen, große Heike-Naschi-Kerzen haben, als eben die weißen, dass der Trend hier abwärts gerichtet ist. Und jetzt ist hier eben die technische Situation, dass wir mit dem heutigen Tag, wir sehen hier diese bullischen Heike-Naschi-Kerzen, die immer kleiner werden, was so ein Stück weit schon vom abnehmenden Momentum zeugt. Und jetzt haben wir hier so eine Art Doji-Kerze. Wenn Sie sich mit den Candlesticks auseinandersetzen, dann wissen Sie, ein Doji ist praktisch eine Kerze, die hier, wie hier praktisch einen oberen Schattenwurf hat und einen unteren Schattenwurf und in der Mitte einen Körper. Ja, das ist eine Doji-Kerze. Und bei den Heike-Naschi-Kerzen gibt es im Prinzip bullische Kerzen, die sind weiß und haben keinen unteren Schatten und bärische Kerzen, die sind schwarz und haben keinen oberen Schatten. Und solche neutralen Kerzen sehen eben aus wie solche Dojis. Dann gibt es auch solche Long-Ledge-Dojis, die haben dann lange Kerzenkörper, Kerzenkörper sage ich schon, lange Kerzenauswürfe. Also die Schattenwürfe sind hoch und tief und kleine Körper. Und so ein ähnliches Konstrukt sehen wir jetzt hier. Und das in einem Bereich, wo ich eben morgen sicherlich, und das erfahren Sie jetzt schon hier im Webinar, beziehungsweise heute beim Live am Markt, wo hier die Überlegung durchaus gerechtfertigt ist, hier ein mögliches Short-Engagement zu wagen. Ja? Wenn morgen nämlich hier eine schwarze Heike-Naschi-Kerze auftauchen sollte oder am Montag mit Stopp über dem letzten Hoch wäre, und das sehen Sie ja an diesem blauen Tendenzfall, die Idee, dass wir hier nochmal in Richtung 102, 100 Yen abstürzen, zumindest zu den letzten Tiefs. Und das könnte durchaus passieren. Würde auch dann wiederum mit einer gewissen Marktschwäche einhergehen. Es heißt aber noch, hier ist noch nichts gegessen. Es ist noch keine Verkaufskerze, aber die Tendenzen, dass es dazu kommen könnte, sind auf jeden Fall gut. Okay, was haben wir nochmal? Was haben wir denn hier noch im Chat? Noch ein paar Fragen sind aufgekommen. Ich muss jetzt mal rübergehen, mal lesen. Okay, also Währung, wie gesagt, haben wir jetzt besprochen, den DAX. Mini, da stelle ich mal rein, die Seite am besten. Warte mal. Dann können Sie sich das direkt nochmal angucken. Und wie gesagt, ich gebe den Tipp, testen Sie uns. Wenn Sie noch kein Kunde bei uns sind, das ist immer das Einfachste. Uns einfach testen, wie wir Demo-Konto, und dann werden Sie sehen, was für Vorteile das mit sich bringt. Ja, ich hatte gestern auch ein Webinar über Core Spreads, also über unsere Spreads, die wir hier bei JFD im Prinzip eben auf unserer Startseite auch immer wieder darstellen. Die Sie in der Mitte von unserer Startseite sehen können.
sozusagen, was bieten wir hier am Markt an? Live-Spreads, müssen Sie gleich kommen, da haben wir sie, die tägliche Heatmap, aber hier eben unsere Spreads, die aus dem Interbankenmarkt kommen und genauso real eben sind und wir diese auch genauso ungefiltert, ungepusht an Sie weitergeben und das ist viel, viel wert. Denn mittelfristig wird sich, und dann gebe ich Ihnen gleich meinen nächsten Link zum Lesen, in aller Ruhe, geht es um Core Spreads. Da habe ich gestern direkt referiert bei Broker Deal, Webinar gehabt. Da bin ich ein bisschen auf die Details eingegangen. Aber es geht tatsächlich darum, wenn wir uns das mal anschauen hier, dass Sie, und da geht es nicht darum über die nächste Woche oder die nächsten 2, 3 Wochen, sondern wenn Sie hier mal über Wochen, Monate, Jahre einfach zu schlechteren Spreads, zu schlechteren Ausführungen, mit größeren Spreads traden, Ihre Performance darunter leiden wird, zwangsläufig. Schlechtere Ausführung, schlechteres Pricing, schlechtere Spreads sind einfach auch ein Grund, was Trader gerade im kurzfristigen Bereich richtig, richtig viel Geld kostet. Und deswegen sollte man hier auf jeden Fall daran arbeiten, dass der Markt mit einem Partner gehandelt wird, der eben hier transparent und fair vorgeht. Und das können Sie sich mal oder können Sie mal hier auf sich wirken lassen. Wie gesagt, Webinar und Vorträge halte ich immer wieder mal dazu. Das ist dann sicherlich noch ein bisschen dynamischer, noch ein bisschen was anderes. Aber das müssen Sie auf jeden Fall auf sich wirken lassen. Das steht schon mal fest. Da es eben hier wirklich die kleinen, aber feinen Unterschiede gibt. Und wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, zahlt man am Ende drauf. Das ist de facto so. Euro kurz vorm neuen Tagestief sehe ich gerade. Gucken wir mal. Komplett gedreht. Da ist er. Ja, sieht schon gut aus. Jetzt sind wir unter dem Pivot-Level. Jetzt zum US-Opening. Wir haben allerdings, wir gehen nochmal auf die News-Seite. Hier 16 Uhr Frühindikatoren, Inflationsdaten, Immobiliendaten, 16:30 Uhr. Erdgas haut uns jetzt nicht wirklich vom Hocker. Aber hier kommen noch zwei Daten rein, die ja aber jetzt auch nicht so treibend sind, dass sie den Markt jetzt umkrempeln. Also wer jetzt wollte, könnte theoretisch auf den Rebound setzen, weil wir nahe des Tagestiefs sind. Und wenn sich die Range fortsetzen sollte, diese Asia-Range, untere Begrenzung, obere Begrenzung, also einen kleinen Spike nach unten, dann geht es wieder nach oben. Da könnte jetzt drauf setzen. Wir gucken mal, ob wir im M15 Divergenzen haben. Ja, haben wir sogar Divergenzen. Schaut euch das an. Hier MetaTrader RSI. Sie sehen hier. Leicht ansteigen. Also es wäre schon schön, wenn wir so einen Spike nochmal nach unten machen mit einem neuen Tagestief. Und wenn der RSI aber hier sozusagen, das macht er ja gerade noch, so eine ansteigende Tendenz zeigt, dann hat man hier eine positive Divergenz bei einem negativen Preisverlauf. Das könnte dazu einladen, dass man hier spekulativ auf den Long setzt. Aber es reicht, und das ist im Prinzip die Krux an der Geschichte, jetzt auch wiederum nicht, dass der Markt hier nach unten durchkippt. Ja, jetzt am Opening, am Open Price, am Pivot Level fängt er sich. Pivotpunkt sozusagen der Fingerabdruck des Vortages. Ja, wird praktisch jeden Tag, das gibt es schon seit den 60er, 70er Jahren, beziehungsweise gab es auch schon davor in einer ähnlichen Form von den Floor-Tradern aus Chicago eingeführt. Das Pivot-Level, sozusagen bekannt als der Fingerabdruck des Vortages. Open, High und Close durch 3, ganz einfach. Es gibt auch noch verschiedene Berechnungen, es gibt noch Fibonacci-Pivots, Floor-Pivots und. Aber belassen wir es beim einfachen Pivotpunkt, der hier sozusagen, so nenne ich es immer, vom Bernd habe ich das mal von den früheren Jahren genommen, anderer Trader war das. Der Fingerabdruck des Vortages passt eigentlich ganz gut. Und der Pivot, das Pivot-Level, der Pivot-Punkt sagt eigentlich nur, wenn der Preis darüber ist, spricht es eher für Long-Engagements, ist der Preis darunter eher für Shorts. Und an diesem Pivot-Punkt findet eben häufig auch so eine Preisfindung statt. Das ist der Witz am Pivot, um es jetzt mal sozusagen auf den Punkt zu bringen, was es mit dem Pivot so auf sich hat. So, jetzt haben wir bald eine Viertelstunde gehandelt nach den USA. Sind jetzt schon 1,5 Stunden auf Sendung und ich glaube, hier passiert nicht mehr wirklich viel, mein lieben Zuschauer. Ich glaube, hier passiert nicht mehr wirklich viel. Also das ist bedauerlich, aber wir brauchen das nicht unnötig in die Länge ziehen, wenn wir hier keine Live-Action weiter haben. Insofern würde ich das eigentlich dann gleich mal so langsam dem Ende entgegenführen. Dann haben wir heute 3,5 Stunden Live-Trading gehabt bei einem Markt, der früh schon 10 war in der Früh. Heiko hat es trotzdem geschafft, was rauszuschnippeln. Jetzt am Nachmittag weiterhin C bleibt. Also hier gab es aus meiner Sicht nichts zu holen. Insofern flat und beobachten. Ich hoffe trotzdem, dass Sie hier am Nachmittag ein Stück weit was mitnehmen konnten, ein paar Informationen von mir auch gewinnen konnten. Und wenn es Ihnen gefallen hat, wie gesagt, wir wiederholen das einmal monatlich oder wir machen einmal monatlich mit Gast-Tradern und da lade ich noch einiges an bekannten Leuten ein und auch Unbekannten übrigens. Wir hatten auch hier den einen oder anderen
Gast schon, der aus dem Trading-Bereich sozusagen noch nicht bekannt war und eben hier sich sozusagen mit seinem Setup auch vorgestellt hat und er erklärt hat, was man so für Höhen und Tiefen erleben kann und wie es so abläuft. Also das bleibt interessant, ist interessant. Da werden wir Sie auch unverändert mit Informationen versorgen. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie uns treu bleiben, uns JFD weiter testen, weiter empfehlen. Wie gesagt, wir sind sehr organisch gewachsen. Wir legen nicht so viel Wert auf aggressive Werbung. Wir stecken das Geld lieber in die Technologie und so soll es auch bleiben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu. Wie gesagt, die News 16 Uhr werden jetzt hier auch die Welt nicht mehr umdrehen. Es ist einfach zäh heute und insofern würde ich so langsam zum Ende kommen wollen. Wie gesagt, wir haben ein bisschen Indizes angeschaut, die Seasonal-Aktiengeschichten uns angeschaut, ein bisschen Smalltalk betrieben. Und da ich jetzt leider am Nachmittag allein bin, sehe ich jetzt hier auch nicht wirklich noch Möglichkeiten, irgendwas rumzureißen. Insofern würde ich an dieser Stelle schon mal danke fürs Einschalten sagen. Freue mich auf jeden Fall darüber, wenn wir uns wiederhören. Morgen 9:30 Uhr das Devisenradar. Schauen Sie auf unserem JFD-Desktop. Lassen Sie es einfach auf sich wirken, was wir heute durchgenommen haben. Sie können definitiv auch die Videos im Nachgang nochmal sich dann anschauen. Gerade das vom Heiko von heute Morgen ist bereits hochgeladen. Das jetzige werde ich in Bälde hochladen auf YouTube. Und dann werden Sie es natürlich auch gern in der Nachbeschau sich betrachten können. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Dabeisein. Wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Resttag. Bei mir zieht es hier sichtlich zu. Ich glaube, es kracht und donnert gleich richtig gewaltig. Gewittertechnisch hier im Raum München. Hoffe, bei Ihnen sieht es ein bisschen besser aus. Wie dem auch sei, machen Sie das Beste aus dem Tag. Bleiben Sie sich treu. Bleiben Sie uns treu. Und auf bald will ich jetzt sagen, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.